Liebe Bürgerinnen und Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, Frau Präsident, werte Kollegen, liebe Gäste, um was es bei diesem Entwurf eines Änderungsgesetzes im Einzelnen geht, hat die Frau Minister Drese hinreichend noch mal deutlich gemacht. Herr Kopin hat ausführlich dargelegt, welchen Beratungsgang dieses Änderungsgesetz bisher genommen hat. Das heißt, zu diesen Punkten ist das Wesentliche ausgeführt. Ich möchte mich auf zwei Einzelpunkte beschränken. Das eine, beide finden sich im Übrigen in dem Änderungsantrag der Fraktion Die Linke wieder. Das eine ist die Gleichstellung der kreisfreien Städte mit den Landkreisen hinsichtlich der Zielquoten. Ein Antrag, der schon im Sozialausschuss von der Fraktion Die Linke eingebracht und von uns unterstützt wurde, dort aber keine Zustimmung gefunden hat. Wir halten das für eine Ungleichbehandlung zwischen den kreisfreien Städten und den Landkreisen, hier keine Angleichung herbeizuführen, und unterstützen deswegen diesen Änderungsantrag nach wie vor und werden dem auch entsprechend zustimmen. Besonderes Herzblut liegt aber in der anderen Frage, nämlich der Absenkung des Landesblindengeldes. Bereits bei der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs hier im Plenarsaal hatte ich das vorgebracht. Wir hatten das im Sozialausschuss zur Rede gebracht und die Fraktion Die Linke hat es dann in Form eines Änderungsantrages auch zur Abstimmung gestellt, mit dem Ziel, diese Absenkung des Landesblindengeldes in den Fällen eines Doppelsprunges nicht durchzuführen. Dafür gibt es inhaltlich keine Gründe. Hier werden Äpfel mit Birnen verrechnet. Hier wird das Landesblindengeld, das eine besondere Belastung ausgleichen soll, und dessen Reduzierung damit gerechtfertigt, dass bei der Umstellung von Pflegestufen zu Pflegegraden ja eine im Ergebnis mindestens Gleichstellung bis sogar geringe Erhöhung für die Einzelnen rausspringt. Nur die Tatsache, dass bei der Erhöhung der Pflegegrade im Ergebnis mehr an Gesamtsumme zu resultieren ist als bei einer Einzelverrechnung, ändert nichts daran, dass hier eine Gesamtbenachteiligung oder eine Gesamtausgleichung für Pflegebedürftige mit einer besonderen Härteausgleichung für Blinde verrechnet wird, die so keine inhaltliche Grundlage hat. Ist schon das an sich ärgerlich, weil hier eine Menschengruppe betroffen ist, die eben mit einem besonderen Handicap durch das Leben zu gehen hat, dann wird es besonders ärgerlich, wenn man sich mal betrachtet, dass es um knapp 300 Betroffene geht. Das heißt, haushaltstechnisch wäre diese Anpassung, die hier beantragt wird, keinesfalls in irgendeiner Form besonders spektakulär. Es wäre nur ein Zeichen für Herstellung sozialer Gerechtigkeit, eine Thematik, die uns allen doch am Herzen liegen sollte. Und dass das keine Mehrheit findet, ist schlichtweg nicht nachvollziehbar. Das ist auch der Grund, warum unsere Fraktion diesem Antrag nicht zustimmen wird, sondern sich der Stimme enthalten wird. Dankeschön.